So, liebe Freunde, jetzt sitze ich hier auf meiner Terrasse in meinem kleinen Garten. Ich habe euch ja anfangs schon gesagt, dass ich euch heute ein bisschen was zeigen will aus meinem Garten. Ein paar Pflanzen, die für Hummeln und für Bienen richtig gut sind und auch sehr nährreich sind. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier mitten im Grün. Ich wohne hier auch sehr naturnah, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich liebe es einfach, hier zu sitzen auf meiner Terrasse und einfach die Blumen zu genießen und die vielen Bienchen und Hummelchen, die hier, ja, ich sag mal, rumfliegen, mir um die Nase wehen, so gesehen. Ja, vor mir beispielsweise seht ihr unverkennbar Rosmarin. Ist auch eine tolle Pflanze, die haben wir selber hochgezogen oder hochgezüchtet, besser gesagt, aus einem einzigen Samen. Werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Ist ein mega tolles Gewürz, vor allem wenn man es auch selber zieht bzw. züchtet. Ich kann sowas eigentlich immer nur empfehlen, aber darauf gehe ich dann auch noch mal genauer ein, auf solche Dinge in den kommenden Videos. Heute geht es erst einmal, wie gesagt, nur um einige Pflanzen, die ich bei mir im Garten habe, die insektenfreundlich sind für Hummeln und für Bienen. Und vor allen Dingen, die dann auch wirklich jeder, und ich meine wirklich jeder, bei sich zu Hause in einfachster Form ansiedeln kann, einpflanzen kann und selbst für den Balkon. Wie und um welche Pflanzen es hier genau geht, das seht ihr jetzt. Fangen wir mal an. Also hinter mir seht ihr wahrscheinlich schon zum einen einen herrlichen Oregano mit einer Hummel dran. Also wenn ihr Oregano in eurem Garten pflanzt, das ist wirklich ein mega Hummelmagnet. Erstmal diese kleinen süßen lila-weiß farbenen Blüten, die der Oregano hat, und zum anderen sehr, sehr gut für Hummeln. Hier haben die auch viele Pollen, kriegen einiges an Nektar, und vor allem das Schöne ist ja bei solchen Pflanzen, das ist ein mega Gewürz auch für die Küche. Also ich koche damit eigentlich nur noch allgemein heimische Kräuter, also Oregano ist kein heimisches Kraut, vergiss das wieder, sondern allgemein Kräuter, die man zu Hause züchtet, so rum wollte ich sagen. Dann auf der anderen Seite seht ihr die Minze, die hinter mir so ein bisschen versteckt ist. Da habe ich seltener Hummeln dran gesehen, ab und zu mal so ein paar Schwebefliegen oder auch Bienen. Für Hummeln ist das nicht so interessant, aber dafür dann doch eher wieder für die Bienchen oder für andere Insektenarten. Also mega einfach, und ich kann es nur jedem empfehlen, unter anderem Kräuter im Garten zu haben. Ich habe es mir immer wieder ein bisschen gemütlich gemacht hier auf der Erde. Hinter mir seht ihr auch noch eine richtig tolle Pflanze, die mega pollen- und nektarreich ist, eine Cosmee. Diese Cosmee, die haben wir auch selber eingepflanzt und gezüchtet, und ja gut, jetzt im Spätsommer blüht sie nicht mehr ganz so viel, wie es vorher mal der Fall war, aber immer noch sehr blütenreich. Man muss sie halt immer öfter zurückschneiden, damit wieder neue Blüten kommen, aber für Bienen und für Hummeln wirklich auch eine Traumpflanze. Also hier habe ich ganz, ganz oft Hummeln und Bienen dran gesehen, auch wie gesagt sehr nektar- und pollenreich und sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen geht das auch für den Balkon. So, die nächste Pflanze, die ich euch zeigen möchte, die für Insekten super mega gut sind, ist die Glockenblume. Jetzt zwar noch in den Blumenampeln drinnen, die haben wir gerade so ein bisschen zurückgeschnitten, so ein bisschen runder gemacht, damit die Blüten, die von innen wieder nach außen kommen, sich besser zeigen können und dementsprechend auch für die Hummeln und für die Bienen besser zu finden sind. Eine wirklich tolle Pflanze, die mag die Sonne bis Halbschatten so ein bisschen. Bei uns hängt sie allerdings den ganzen Tag in der ganzen Sonne. Es hat dir bisher aber noch nichts ausgemacht, wenn man sich regelmäßig gießt. Also darauf solltet ihr auch immer achten. Aber wirklich eine mega tolle Pflanze. Ideal für Bienen und für Hummeln. Hier sind wir auch schon beim nächsten Kandidaten angekommen. Das ist unser buntlaubiges Fettblatt. Mega, mega, mega Blume für den Garten, für Insekten aller Art, insbesondere aber auch hier wieder für Hummeln und für Bienen mega gut geeignet, sehr nektar- und pollenreich und auch sehr pflegeleicht. Also ich habe die Blume hier eingepflanzt und ab und zu gieße ich sie mal, ansonsten liebt sie die volle Sonne. Ich habe bisher nichts Gegenteiliges feststellen können,
Und wie gesagt, was für jeden Garten mega einfach, keine große Arbeit mit, dafür eine riesen, riesen Wirkung. Und ja, auch damit tut ihr wirklich was Gutes. Die ist mehrjährig, die ist winterhart. Macht's einfach. Ihr seht es schon wahrscheinlich, die nächste Pflanze ist der Lavendel. Ja, der Lavendel, der blüht üblicherweise Juli, August und im Juni, sag ich mal. Da wir jetzt langsam uns im Spätsommer befinden, ja, sieht man das leider auch. Der ist schon ziemlich verblüht, aber er stand wirklich in seiner vollen Blüte bei uns im Garten. Und es war wirklich ein Summen, das konnte man bis in die Wohnung hören, voller Bienen und Hummeln. Und das war wirklich, wirklich mega schön. Ja, wir haben den Lavendel jetzt zurückgeschnitten. Jetzt treibt er auch schon wieder aus, wie man das ja auch so schön sieht. Ich bewege mal die Kamera so ein bisschen. Also man sieht es förmlich, er treibt neu aus, er bekommt neue Blüten. Und es waren auch schon wieder ein paar Hummeln dran. Und das ist wirklich die Pflanze, ideal für Hummeln und für Bienen. Sowas von pollenreich, nektarreich, das lieben die Hummeln einfach. Ja? Also wenn ihr den einen Gefallen tun wollt, kauft Lavendel, pflanzt ihn ein. Und vor allen Dingen, er vermehrt sich auch letztendlich. Er ist mehrjährig, er kommt jedes Jahr wieder, ist winterhart. Ist eigentlich eine mega tolle Pflanze für Hummeln und auch für Bienen. Die nächste Pflanze, die ihr hier gerade seht, die lila-blaue, das ist der Natternkopf. Und das ist eine ganz wichtige Pflanze im Garten. Die sollte nach meiner Meinung nach wirklich jeder haben. Mega, mega gut für Hummeln und für Bienen. Ich habe dieses Jahr schon sehr, sehr viele dran gesehen. Sehr Pollen und Insekten, Insekten, was sage ich immer mit meinen Insekten? Sehr Pollen und Nektarreich. Und darf wirklich in keinem Garten fehlen. Gibt es übrigens auch in jeder Wildbienenmischung, die man zu kaufen kriegt. Kann ich nur empfehlen. Und ihr tut damit auch wieder was richtig Gutes. So, last but not least, die letzte Pflanze im Bunde. Das ist der Sonnenhut. Und das ist eine Pflanze, die eignet sich wunderbar im August und September, um den Bienen und Hummeln nochmal richtig Nahrung zu geben. Auch sehr pollen- und nektarhaltig. Die ist jetzt kurz vorm Blühen. Also ich denke mal, jetzt bei dem Wetter dauert es vielleicht noch eine gute Woche, dann dürfte sie in voller Blüte stehen. Ich werde davon auch noch mal Bilder machen. Und da hinten, ich ziehe es mal so ein bisschen schärfer. Da ist sie. Da ist noch ein Sonnenhut, allerdings blüht die in einer etwas anderen Farbe. Ich lasse mich mal überraschen, welcher Farbe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, und wie gesagt, mit diesen Pflanzen könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Ja, kauft sie euch einfach oder seht sie selber aus. Und wie gesagt, ihr tut wirklich ganz, ganz viel Gutes mit diesen Pflanzen, insbesondere für die Bienen und für die Hummeln. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So, und wenn ihr denkt, ich verstecke mich jetzt immer, nein, weit gefehlt, jetzt komme ich wieder vor die Kamera. So, liebe Freunde, das war so eine kleine Rundreise durch meinen kleinen süßen Garten. Gesagt, ich habe nicht so viel Platz, wie man sieht. Ich werde auch gleich noch mal so ein paar Bilder einblenden zum Schluss. Aber sehr, sehr artenreich mit vielen, vielen Wildblumen, die wir gepflanzt und gesät haben. Und ihr wisst ja welche. Und das ist wirklich für jeden etwas. Also es kann mir keiner erzählen, dass das nicht machbar ist, sondern ich denke, wenn man etwas für die Natur übrig hat und wenn es wirklich nur dieser besagte Tropfen ist, dann ist uns schon damit geholfen auf Dauer. Und ich kann es immer nur wieder sagen, aus einem Tropfen wird irgendwann sicherlich auch ein See, wenn ganz viele Tropfen zusammenkommen. Ja, was gibt es sonst noch zu kurz zu berichten? Für alle, die so ein bisschen Hummel interessiert sind, Hummeln fliegen sehr, sehr gerne auf blaue und lilafarbene Blüten. Die sind so mega dermaßen darauf fokussiert. Liegt ganz einfach daran, weil sie das mehr, zum einen mehr wahrnehmen können. Zum anderen, weil die meisten Blumen eben auch die meisten Pollen und Nektar vorrätig haben. Gelbe Blumen, ja, interessiert die jetzt nicht ganz so, ab und zu mal drauf zu finden. Und rote Blumen lassen sie eigentlich fast komplett liegen, weil sie rot nicht wirklich erkennen können. Und ich wurde neulich mal gefragt, Mensch, ja, hier, ich habe so tolle Pflanzen in meinem Garten, so tolle Blumen in meinem Garten.
aber irgendwie fliegt das keine Hummel oder fliegen die keine Hummeln an und so. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann habe ich auch gesagt, ja, es liegt ganz einfach daran, ihr müsst von der gleichen Blumensorte in eurem Beet oder Balkonkasten, wie auch immer, einige Blumen von derselben Sorte haben, damit die Hummeln diese anfliegen können, weil die müssen das erst einmal lernen, diese Blumen anzufliegen. Und das können sie erst, wenn sie mehrere von diesen gleichen Sorten haben. Ansonsten sind die kleinen Hummelchen so verwirrt, dass die gar nicht wissen, wo sie hinfliegen sollen und fliegen dann einfach weiter. Und damit ist uns dann, glaube ich, auch nicht geholfen und der Hummel halt auch nicht. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz wichtig, wenn ihr eine erschöpfte Hummel seht, die vielleicht irgendwo gerade bei euch auf der Terrasse oder auf dem Balkon liegt und sich kaum noch rührt, nicht einfach achtlos vorbeigehen, finde ich mega scheiße, muss ich ganz klar sagen, sondern ihr könnt dieser Hummel helfen. Und zwar nehmt ihr ein bisschen Fruchtzucker und ein bisschen Haushaltszucker und lauwarmes Wasser und mischte das. Und ihr rührt das Ganze so lange durch, bis sich sämtlicher Zucker aufgelöst hat. Das ist ganz wichtig. Es dürfen sich keine Zuckerkristalle mehr im Wasser befinden. Und dann bietet ihr das der Hummel halt an. Ja, legt einen kleinen Löffel daneben mit dem Zuckerwasser und ihr werdet sehen, in den meisten Fällen trinkt die Hummel davon und ein paar Minuten später ist sie wieder das blühende Leben und fliegt weiter von Blüte zu Blüte. Und das ist das Schönste, finde ich, was passieren kann. Und die Hummel dankt es. Beziehungsweise die Natur dankt es euch. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich heute für diese Folge. In der nächsten Folge gibt es wieder interessante Berichte über gewisse Themen der Umwelt und der Natur zu berichten. Lasst euch überraschen. Und ja, ich sage bis bald und auf Wiedersehen. Au revoir, summ summ.